Verbrecher aufzustellen. Ich schätze, ihr versucht. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Ist ja wohl logisch. Die Teile unterbrechen Kommunikation. Es ist die blöde Fledermaus. Pinguin klang echt sauer. Batman pusht ihm in seine Pläne rein. Funk. Ich sag dir, er ist es. Unmöglich. Doch, sieh genau hin. Er sieht groß aus, oder? Er ist grau. Das Plakat muss schon über 100 Jahre alt sein. Kann es da derselbe Kerl sein? Selbst wenn er es wäre, woher sollte Pinguin ihn haben? Keine Ahnung, aber er ist es ganz sicher. Hat sogar einen Namen. Solomon Grundy? Was für ein bescheuerter Name. Das ist doch das, was man im Museum hören kann. Du weißt schon. Solomon Grundy, geboren am Montag. Du könntest recht haben. Batman! Es ist Batman! Habe ich dir je von meinem ersten Mord erzählt, Batman?
Ihr habt den Pinguin gehört. Batman ist auf dem Weg. Gut. Ich wollte diesem Freak schon immer mal auf die Fresse hauen. Aber ich dachte, er wollte, dass wir dieses Ding zu Joker schleppen. Wollte er. Wegen Batman musste er den Plan wohl ändern. Egal. Wir legen Batman um. Danach schleifen wir dieses Ding zu Joker-Schalter ein und kehren als Helden zu Cobblepot zurück. Was? Einfach umlegen, ja? Batman? Nein. Ich habe keine Angst. Er ist ein Nichts. Ein Idiot in einem Kostüm. Ein Niemand. Der Unterbrecher ist das Einzige, was euch am Leben hält. Wenn er nicht mehr funktioniert, wird Batman euer geringstes Problem sein. Hab's kapiert. Finde Batman. Uns gehört Arkham City. Jeder, der anderer Meinung ist, kann uns mal. Wer schreit da? Kommt hier rüber! Da oben ist einer! Was machst du denn da oben? Hilfe! Schneid mich los! Der verarscht uns nur! Wie macht er das? Ach, halt's Maul! Wir müssen weitersuchen, sonst sind wir tot! So wird das nicht, hörst du? Wir finden dich und legen dich um! Was? Ich bin sicher, dass es von da kam. Zeig dich! Wo bist du? Ist es eigentlich zu viel verlangt, dass ihr euren Job macht und ihn aufhaltet? Ich hoffe nicht. Wo zum Teufel ist er hin? Du entkommst mir nicht. Was ist mit dir passiert? Wie bist du da rauf? Er kam von hier drüben, ganz sicher. Ich bin sicher, dass es von da kam. Wo zum Teufel bist du? Bist du ja? Kommt hier rüber! Ich hab Batman gefunden! Oh, du denkst, du kannst dich da oben verstecken? Falsch gedacht! Ja, jetzt? Oh, geh rüber und sieh nach, wer da schafft! Kommt hier rüber! Da oben ist einer! Da oben. Hilfe! Schneid mich los! Hä? Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Hey, wo bist du? Ich will Informationen über den Riddler. Ich tue nur das, was er befiehlt. Ich werde dir alles sagen. Vielen Dank.
Das war der letzte Störsender. Jetzt müsste ich eigentlich in das Museum kommen. Was zum Henker ist da unten los? Hallo? Hat hier jemand die Güte zu antworten? Ich habe nur von euch verlangt, dass ihr ein paar beknackte Maschinen aufstellt. Und was ist? Nicht einmal das könnt ihr! Ich hoffe, dass euch Batman jeden einzelnen Knochen bricht. Ich hoffe, dass ihr gar nicht und verzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wenn dem nicht so sein sollte, dann rate ich euch, euch aufzurappen und die Beine in die Hand zu nehmen. Denn nach Batman kümmere ich mich um euch. Entdeckung, es ist Batman! Klasse, dann ist Batman also auf dem Weg hierher und dabei noch stinksauer auf den Boss. Entspann dich, Pink. Wo du auch steckst, Batman, das hier ist noch nicht... Tiger Zentrale, hier Air Tiger 7. Wir nähern uns jetzt der Zielposition. Die Gasse ist menschenleer. Wärmeabtastungen zeigen keinerlei Aktivität. Sekunde. Da liegt ein Körper, ist offenbar unbekleidet. Wärmesignaturen. Ist noch nicht lange tot. Mann, sieht aus, als hätte man seine Gesichtshaut weggeschnitten. Wie ungewöhnlich. Setzen Sie Ihre Patrouille fort, Captain. Keiner der Insassen geht nach diesem Muster vor. Ich vermute, da ging es um irgendwelche Revierstreitigkeiten. Vielleicht sollte das eine Botschaft sein. Bestätigt. Aber also zum anderen das Ding unter die Fledermaus ist hier! Wird mir Spaß machen, dich aufzuschlitzen! Heute Nacht wirst du sterben! Anruf. Klingelingeling! Mir fiel gerade ein, wann es zum ersten Mal passiert. Finde mein Telefon, Batman.
Sonst beginnt das Töten. Das kann man. Hast es geschafft. Ich glaube, ich erzähle weiter. Ich habe das Bedürfnis zu reden, vielleicht sogar zu beichten. Ich war reich und allein, aber natürlich nicht lange. Ich entdeckte das Glücksspiel, vielleicht entdeckte es mich. Wäre ich gut darin gewesen, wäre ich heute vielleicht nicht das, was ich bin. Während mein Leben aus den Fugen geriet, schmiedete ich einen verzweifelten Plan. Ich wollte das Geld meiner Eltern zurückbekommen, wieder glücklich sein. Es hat natürlich nicht funktioniert. Das tun solche Pläne nie. Und wie ich an diesem heißen Sommertag vor der Iceberg Lounge stand, verspürte ich etwas. Vielleicht Hoffnung. Zu glauben, dass du mich gerettet hast. Ich habe Bane noch nicht gesehen, aber angeblich ist er hier irgendwo. Vielen Dank, Batman. Treff deine Entscheidung. Seid ihr gut genug, um für Pinguin zu arbeiten? Vielen Dank. Ich werde einen Ort suchen, an dem mich diese Tiere nicht finden. Ich gehe zu Pinguin. Ich habe Joker schon immer gehasst. Ich auch. Gut, dann müsst ihr nur noch die Prüfung überstehen. Freundet euch gar nicht erst an. Pinguin wird euch um einen Platz an seiner Seite kämpfen lassen. Dabei werden die meisten von euch verrecken. Ein paar von euch werden sich sicher gegenseitig umlegen, aber keine Sorge. Diejenigen, die die Prüfung überstehen, werden es sehr gut haben. Drei Getränke in der Iceberg Lounge. Was? Wir sollen einander umbringen? Stört mich nicht. Du kannst mich mal. Da mache ich nicht mit. Kein Problem. Lauf nur weg, du feiges Huhn. Wir werden dich später schon finden. Wieso funktionieren die Telefone überhaupt noch? Thank you.
nichts gegessen. Wer schmeißt den Laden hier? Gesichtet. Willkommen am Cypress-Pinckney-Institut für Naturkunde. Alle Besucher müssen sich durchsuchen lassen. Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz unserer einzigartigen Sammlung. Wir legen allen Besuchern einen Abstecher ins Wasserobservatorium nahe, und wir können aus der Tiefe zeigen. Der Tyrannosaurus war ein zweibeiniger Fleischfresser. Der vor 65 Millionen Jahren dort sein Willkommen im Cypress-Pinckney-Institut für Naturkunde. Du wirst dich schon umlegen müssen. Er trägt Körperpanzerung. Ich muss eine Reihe von schnellen, konzentrierten Angriffen ausführen, um seine Abwehr zu durchbrechen. Fahr zur Hölle! Ich sagte, dass ich euch nichts... Die Fledermaus ist hier! Sie sind in Sicherheit, vorerst. Gott sei Dank. Vielleicht sollten Sie ihm erst danken, wenn Sie meine Frage beantwortet haben. Wer sind Sie? Sorry, Mann. Ich bin Bulle. Gordon hat uns geschickt. Ich gehöre zum 13. Bezirk, zum Einsatzkommando. Bin von Anfang an hier gewesen. Wenn Gordon Sie geschickt hat, kennen Sie den Code? Ja, ja. Er sagte... Oh Mann, wie war der? Der Code... Sofort! Sarah! Wir sollten Ihnen sagen, der Code sei Sarah! Sie sind in Sicherheit, Officer. Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon sagte, dass er mit dem Gedanken spielen würde, Ihr Team reinzuschicken. Er wollte wissen, was hier vor sich geht. Schätze, jetzt wissen wir es. Wir waren zu zehnt. Hoffentlich sind wir es immer noch. Ich sagte Gordon, dass es zu gefährlich sei, Sie reinzuschicken. Warten Sie. Wenn der Rest Ihrer Gruppe lebt, finde ich Sie. Cobblepot ist irre, Mann. Der hat Sachen da drin, von denen man über Nacht weiße Haare kriegt, wenn du verstehst. Na, dieses kleine Biest ist wirklich ein Rätsel. Wo kommt sie her? Wie hat sie 8 meiner Männer töten können, bevor wir sie erwischt und bewusstlos geschlagen haben? Ich weiß nur, dass mir ihr Pyjama gefällt. You
Trotzdem nicht gesehen hat, wie wir seine Tigerwaffen mit Eisenstangen und Schweißbrennern bearbeitet haben. Ich kann einen ferngesteuerten Batarang benutzen, um Schalter außer Reichweite umzulegen.